Hallo, ihr Lieben, wie geht es euch denn? Oh, ich bin gerade, ich kriege wieder gerade angesleckelt. Ich denke gerade über was nach. Und zwar denke ich darüber nach. Ja, und habe da auch so meine eigenen Ideen dazu. Warum man Stress eigentlich negativ bewertet. Und zwar habe ich ja euch erzählt, ich hatte hier ein ganz spannendes Dunkelretreat von dem Ashkay. Ich glaube, ich drücke das immer falsch aus. Naja, zumindest hat er ein super interessantes Buch geschrieben, das heißt Fiervana. Und das Interview, was ich mit ihm gemacht habe, ist auf meinem englischen YouTube-Channel, aber ich lasse da gerade nochmal deutsches Subtitles machen, also ja, dass man das lesen kann in Deutsch. Ich das super, super, super spannend finde, was er da sagt. Und er sagt halt, dass ja die meisten Menschen sehr gerne in alten Mustern bleiben und diese Muster dann auch sehr schwer durchbrechen. Und dass zum Beispiel die Angst vor der Angst auch etwas ist, was dann dazu führen kann, dass man zum Beispiel in der Angst bleibt. Statt dann einfach zu sagen, wie er meint, halt Fiervana, ja. Du gehst halt in die Angst und befreist das so. Und ich glaube, dasselbe passiert auch mit Lernen übrigens. Das habe ich schon vor super, super vielen Jahren auf einem Seminar mit Christian Opitz. Aber da war ich ja noch jung und schön. Ja, genau, irgendwie mit Anfang 20. Da hatte ich einen Seminarbesuch mit dem Christian Opitz und da ging es darum, ja, eben halt auch die Gehirnkapazität zu erweitern und das eben zum Beispiel auch über Stress und über negative Bewertungen, wie er halt auch dann vor lauter Angst zum Beispiel, ja, ich will jetzt hier, keine Ahnung, etwas in Englisch lesen und ich kann aber noch nicht gut Englisch und dann mache ich mir einen Stress und dann kann ich das wirklich nicht. Und ja, und das 99% nämlich des Erweiterns des Bewusstseins und tatsächlich auch der Memory Power, also des Lernens tatsächlich im Loslassen besteht. Ja, so. Dasselbe, denke ich, passiert übrigens auch im Dunkelretreat. Wenn die Leute bei uns im Dunkelretreat sind, müssen sie loslassen. Wenn sie nicht loslassen, triggert das diese ganzen Blockaden, unter anderem auch Stress. Jetzt haben wir alle unseren verschiedenen Knöpfe drücke, haben wir alle unsere verschiedenen Trigger. Der eine hier, der andere da. Es ist natürlich immer ganz toll, wenn sich dann zum Beispiel in einer Beziehung ja, Trigger dann auch gegenseitig drücken und die Knöpfe sozusagen angehen. Und ganz, ganz spannend finde ich, das sich selbst nochmal so klar zu machen und auch mal zu sehen, wenn andere Leute in so Mustern sind, dass man ja auch nicht in die Trigger reingehen muss. Also wenn ich jetzt zum Beispiel sage, oh, es stresst mich, meinetwegen die Kleiderschränke auszusortieren, weil ich eigentlich auch noch was anderes machen will, kann ich jetzt halt total in den Stress reingehen oder ich kann sagen, okay, ich beobachte das jetzt, dass ich gestresst bin und ich mache es trotzdem weiter und mache mein schönes Mantra an und gebe dem jetzt keine Kraft. Ja, und dann finde ich auch dieses Konzept so spannend zwischen Stress als Motivator und auch Angst als Motivator, also etwas tatsächlich zu tun. Oder dann tatsächlich in diese Negativität reinzugehen und die dann auch größer werden zu lassen. Ja, und im Moment wird mir das halt super stark bewusst so, ja, wie das so läuft. Also ich habe so den Eindruck, dass wir alle so oder die meisten von uns einen sehr negativen Umgang mit Angst haben und mit Stress haben. Und ich glaube einfach, dass sich total viel ändern kann, wenn wir diese negativen Ideen von Stress tatsächlich mal verändern und wirklich sagen, okay, da habe ich jetzt Angst, das nicht zu schaffen, zum Beispiel hier, keine Ahnung, auf den Berg mit meinem alten Mountainbike zu fahren, aber ich will diese Mountainbike-Strecke runterfahren. Was ich tatsächlich möchte, ist jetzt tatsächlich so, dass ich das denke. Und weil ich bin schon sehr lange nicht mehr Fahrrad gefahren. Das früher super gern gemacht habe, aber seit den Kindern ist es so ein bisschen zu kurz gekommen und ich hätte Lust, so die Mountainbike-Strecke mal so richtig runter zu brettern, aber ich habe kein Bike mit so einem E-Bike drin und das geht schon ganz schön lange hoch und ganz schön steil hoch und so. So, und dann könnte ich an diesen Stress halt sagen, ja, okay, dann mache ich es halt nicht oder ich sage, wow, erst recht und dann, wie stolz fühlt man sich, wenn man es dann schafft. Und mir persönlich wird gerade auch so super klar, ja, wie sehr
sich manche Menschen halt auch ihren Stress persönlich noch weiter kreieren und dann eben halt auch, oh, ich bin gestresst, ich bin genervt, das ist alles so viel. Und dann ist es auch alles noch viel mehr und dann wird es auch alles noch super viel mehr. Und ich habe mir jetzt im Moment so angewöhnt, vielleicht habt ihr ja Lust, da mitzumachen, so ein bisschen, ja, mich da selber zu beobachten. Und dann immer, wenn ich dann so merke, so, boah, jetzt geht da so ein Stresstrigger los, zum Beispiel einfach ein Mantra zu chanten. Zum Beispiel einfach das Namah Shivaya, ja? Einfach zu chanten und einfach zu schauen, okay, hallo, ich kann diesen Stress jetzt haben und ich kann trotzdem ganz in Ruhe weitermachen und gucken, was passiert. Und persönlich, was ich halt auch glaube, ist, dass der Verstand immer was findet. Wenn ihr mal stille Post macht, ja? Stille Post, dann wird es weitergegeben, ja? Also ich habe es noch nie erlebt, dass die stille Post in was Positives wird. So wird auch Gossip nicht in was Positives. Wenn jemand was über euch erzählt, ja, es ist ja echt lustig. Also ich kenne das so, dass ich dann manchmal Sachen von mir erfahre, die ich noch gar nicht wusste, ja, von anderen über drei Ecken. Und das kennt ihr sicherlich auch, oder? Wenn man dann solche Sachen zu hören bekommt, ist so, okay, krass, was ist das denn jetzt, was überhaupt nicht stimmt? Und das ist in den seltensten Fällen Positives, in den meisten Fällen negativ. Warum? Weil das halt einfach so ein menschliches Ding ist, lieber in Drama und Negativität zu gehen. Ja, und das wollte ich gerne mal mit euch teilen. Ich glaube nämlich, dass es total wichtig ist, damit aufzuhören, dass da schon genug Drama und Negativität sowieso ist und Unbewusstheit sowieso schon genug im Universum. Da muss man nicht noch mehr da jetzt irgendwie hinzufügen. Und ich glaube auch, und das fand ich halt so super spannend, weil ich lese gerade dieses Buch Nirvana, das ist nämlich auch sowas, wir versuchen dann immer den Stress wegzumachen und dann, ja, dann muss es immer alles ohne Stress gehen. Ja, aber dann ist man doch auch irgendwie wie tot. Also ich weiß, also so dieses Wort so zufrieden, ja, dann ist man zu, ja, dann ist man zu und in Frieden, so. Also ich persönlich bin gern mal im Moment in zufrieden, aber doch nicht die ganze Zeit. Ich brauche doch auch Reibung, um mich weiterzuentwickeln. Ich brauche doch auch ein bisschen Excitement. Ich brauche doch ein bisschen Schmetterlinge im Bauch, ein bisschen Angst, ein bisschen positive Angst, die ich für was nutzen kann, um wieder weiterzugehen. Ich weiß nicht, weiß noch, als ich meine allererste Angestellte hatte, habe ich nicht gewusst, wie ich sie zahlen konnte. Das hat mir total Angst gemacht. Und ich habe ihr total wenig bezahlt, weil ich echt dachte, das klappt nicht, ja. Und dann hat's geklappt, ja, ersten Monat, zweiten Monat, dann konnte ich etwas mehr bezahlen und dann nochmal etwas mehr, nochmal etwas mehr. Wäre ich da immer der Angst aus dem Weg gegangen oder dem Stress aus dem Weg gegangen, dann hätte sich das natürlich nicht weiterentwickeln können. Also natürlich ist eine gesunde Angst auch wichtig, um nicht überstürzte Dinge zu machen. Man soll sich auch nicht ausstressen, aber ganz ehrlich gesagt, Leute, meine Großeltern haben so viel gearbeitet, meine Oma ist aufgewacht um 5 Uhr morgens, die hat dann das Haus geputzt, die hat dann Essen gemacht, die hat ein Lächeln auf den Lippen gehabt, wenn man sie dann gesehen hat morgens, die haben ein super arbeitsreiches, aber einfaches Leben geführt und ich habe nie von ihr gehört, ich bin burnt aus oder Stress. Und ich weiß nicht, also ich wundere mich ehrlich, was das ist, haben wir wirklich so viel Stress mehr, ist das wirklich so viel mehr oder ist das auch etwas, was irgendwie so auch, wisst ihr, was ich meine, auch so entsteht, weil man eben das Gehirn darauf programmiert hat, auf, oh ja, ich sehe jetzt immer das Negative. Und das ist auch interessant. Ich habe letztens in einer Studie gelesen, man trainiert tatsächlich das Gehirn darauf, wenn man sich zum Beispiel die ganze Zeit beschwert, dann sieht man auch tatsächlich nur noch diese Realität. Und man erschafft die natürlich dann auch in seinem Umfeld. Man kriegt also auch die Bestätigung zum Beispiel. Und darüber habe ich jetzt wunderbar gelacht, auch mit einer ganz lieben Teilnehmerin im Dunkelretreat. Und das war nochmal so ein Aha-Erlebnis. Sie sagte uns vorher, also ich wurde als Kind oft vergessen und bitte macht sicher, dass ihr mich nicht vergesst. Das triggert mich. Und ich schon so, okay. Und Cora auch so, okay, das kriegen wir hin. Cora hat hier geholfen, die Verpflegung zu machen und so. Wen hat Cora vergessen? 2-mal sie. Natürlich, weil das ist nicht Cora, die sie vergessen hat. Cora wurde benutzt von diesem Energiefeld, von diesem Consciousness, versteht ihr? Es geht gar nicht anders. Wenn da so eine Energie so stark ist, dann benutzt es auch das Umfeld, tatsächlich diese Marionetten auszuspielen, um diese Trigger in den Emotionen tatsächlich noch weiter rauszubringen, bis du es denn kapierst, wenn du es denn kapieren willst. In diesem Fall
so wunderbar. Sie hat es dann verstanden, hat da köstlich drüber gelacht. In dem Moment, wo sie drüber gelacht hat, so lustig, hat ein Gespräch mit ihr, ging die Tür auf und jemand brachte eine Kanne Tee rein, obwohl sie den gar nicht bestellt hatte und der war dann extra. Also das war so lustig und es war wie vom Universum so, yeah, you got it, du hast es geschafft, ja, du hast es aufgelöst. Und was machen wir normalerweise oder viele Menschen, die das nicht verstehen, dass sie selber auch kreieren und selber auch Dinge erschaffen, ist, viele Menschen gehen dann durch die Welt und machen so, du bist schuld, du bist schuld, du bist schuld. Oder noch ein besserer Spruch, das wird sich ja sowieso nie ändern. Und dann gibt man weiter Negativität natürlich ins Feld. Und dann kommt schöne Entspannungsmusik. So, ein Telefon, Moment. Moment. Ah ja, super, okay. Ja, ihr Lieben. Ja, genau. Und das wollte ich jetzt mal teilen. Und dann kommt so eine schöne Entspannungsmusik und dann genau, kann man es wieder ändern. Ist doch nett, oder? Also zumindest sind es mal gerade meine Erkenntnisse. Und ich lese gerade das Buch Vier Warner und werde euch nochmal darüber berichten, was da so meine nächsten Erkenntnisse sind. Und ich werde Mountainbike fahren. Und zwar auf den Berg hier rauf. Und boah, das wird bestimmt nicht einfach. Und ich weiß aber, ich werde es trotzdem machen und nicht aufgeben und werde diesen... werde einfach diesen Stress versuchen, positiv zu nutzen, um mich zu erweitern, weil ich glaube, genau darum geht es und das Buch inspiriert mich gerade total und wenn das bald auf YouTube kommt mit den Subtitles in Deutsch, sage ich euch Bescheid. Ja, und ich wünsche euch eine ganz wunderbare Zeit mit etwas Triggern, mit etwas Angst, mit Stress und all dem, was ihr braucht, um ja weiter euch zu entwickeln und euch selbst zu heilen und die Umwelt ja auch mit zu heilen und so weiter. Ich wünsche euch alles Liebe, bis bald. Tschüss!